Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr Gartenfreunde bevorzugen einen natürlichen und somit auch einen gesunden Gartenbau und setzen darum möglichst wenig oder dann überhaupt keine chemischen Wirkstoffe ein. Coop offeriert Ihnen darum ein vollständiges Sortiment von organischen Düngemitteln für Obst und Beere, Gemüse, Blumen und Rasen. Zum organischen Gartenbau gehört auch das Kompostieren. Und statt Garten- und Küchenabfälle zu vernichten, kann man sie daheim im Garten zu wertvoller Pflanzennahrung verwandeln. Von dem organischen Coop-Kompostierungsmittel streut man zwischen jede 15 bis 20 cm hohe Schicht Küchen- und Gartenabfälle etwa 500 bis 600 Gramm. Sie sehen hier an dem Kompostsilo, wie einfach das funktioniert. Das Coop-Kompostierungsmittel sorgt dafür, dass alles schnell zu gebrauchsfertigem Kompost verwandelt wird. Auch Schnittholz, Studen oder Stängel sollten Sie nicht mehr verbrennen. Mit so einem Abfallhäcksler können auch die sperrigen Abfälle zerkleinert und zu Kompost aufbereitet werden. Man sieht also, das Kompostieren, das ist eine umweltfreundliche und sinnvolle Abfallbeseitigung. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Schuhe für einen bunten Modeherbst finden Sie in Ihrem Diana Schuhfachgeschäft. Vom eleganten City-Schuh für Damen über sportliche Herrenschuhe bis zu den klassischen und modischen Stiefeln für Erwachsene und Kinder. Achten Sie doch in den nächsten Tagen auf den neuen Coop-Möbelprospekt, den Ihnen der Pöstler ins Haus bringt. Darin hat es nämlich ein vielfältiges Angebot an interessanten und preiswerten Wohnideen. Wie Coop-Lines neue Wohnsystem in hochwertiger Schweizer Qualität für sämtliche Wohnbereiche. Und wenn wir schon am Einrichten sind, denken Sie doch an Dekorama Vorhangservice in Ihrem Coop-Warenhaus mit einer riesigen Auswahl an Dekostoff und Zubehör für jedes Fenster und jede Vorhangidee. Ein neues Coop Supercenter geht morgen Morgen um 8 Uhr in Ostermundigen auf. In dem neuen Coop hat es übrigens auch ein Radio TV Steiner, ein Diana Schuhfachgeschäft und ein populares Reisebüro. So, und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Bei uns gibt es heute Dorschfilet an einer Crevette Rahmsauce. Man kann ein Päckchen tiefgekühlten Dorschfilet antauen und in Stückchen geschnitten. Ebenso ein Päckchen Crevette auftauen. In einem Sud haben wir den Fisch 10 Minuten ziehen und richten ihn jetzt auf einer vorgewärmten Platte an. Decken die mit Alufolie zu, zum Warmhalten. Den Sud lassen wir einkochen. Aus Mehl, Anke, am eingekochten Fischsud haben wir ein Sösli vorbereitet. Mit ein bisschen Dill gewürzt lassen wir es jetzt 5 Minuten köcheln. Ein Eigelb mit saurem Halbrahm kommt auch in die Soße. Und die Crevettli. Wir wärmen die Soße kurz auf. Die Dorschfilet mit Crevetten und Rahmsauce servieren wir mit einem trockenen Reis. Sie finden das Rezept in der Coop-Zeitung und ich wünsche Gute. Das wäre es wieder mal gewesen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Achtet jetzt bitte noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Danke, dass Sie für uns Zeit haben und einen schönen Abend miteinander. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Der Gefrierschrank Satrap GS 12, 110 Liter, statt 600 nur 525 Franken. Die Gefriertruhe Satrap GT 28, 240 Liter, statt 675, nur 575 Franken. Und der Gefrierschrank Satrap GS 20, 178 Liter, statt 700, nur 600 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Floramiel-Honig im 500 Gramm Glas, jetzt 50 Rappen günstiger. Petit Beurre Arni statt 1,70 nur 1,30. Petit Beurre au Chocolat Arni statt 1,95 nur 1,50. Schoko Jura Wernli statt 2,90 nur 2,20. Granor Ulewe statt 2,45 nur 1,95. Rahmglasse Goldstar Schwarzwälder statt 2,90 nur 2,30. Tamtamflon Chocolat, Vanille oder Karamell 2 Becher statt 1 Franken nur 75 Rappen. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Bananen per Kilo nur 1,80. Auf Wiedersehen.